Heute war kein leichter Tag für mich. Ich habe halt erfahren, dass meine Trainingspartnerin querschnittsgelähmt ist. Und ja, es kamen viele Emotionen jetzt auf. Es ist wirklich überwältigend, so viele Leute und super Athleten zu sehen. Und ja, ich glaube, die Anlage taugt mir gut. Die liegt mir auch ziemlich, habe ich heute einmal gemerkt. Und ja, es ist einfach spitzenmäßig. Also ich denke, das war mein bester Versuch oder mein bester Sprung in der ganzen Saison. Es war wirklich ein Spitzensprung von Anfang bis zum Schluss. Es hat alles gepasst, der Absprung hat gepasst, der Wind hat gepasst. Es war einfach ein perfekter Sprung. Also ehrlich gesagt habe ich mir Medaille gar nicht vorgenommen. Für mich war eigentlich einfach das Ziel, 4:45 zu springen, weil ich gewusst habe, das kann ich und mehr wollte ich eigentlich gar nicht. Und es ist jetzt einfach ein unbeschreibliches Gefühl. Ja, fokussieren habe ich mich extrem gut können. Ich habe auch schon viele mentale Übungen gemacht heute. Und der Wettkampf ist mir wirklich gut aufgegangen. Es war eigentlich jeder Sprung ziemlich solide und stark. Und ich hätte mir eigentlich sowas gar nicht erträumen können.